unversagbar werden. Wir sind heute hier, weil unsere Lust, unsere Hoffnung auf ein anderes, ein besseres Leben viel stärker ist als eure Helme, eure Militäreinsätze. Unsere Solidarität ist unsere Waffe. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir begonnen haben, gemeinsam mit unseren Genossinnen aus anderen Ländern tatsächlich eine Grenzüberschreitung. Zynismus klingt genauso. Ja, wir wissen nicht, was jetzt hier los ist, warum man die Leute jetzt ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales hier verbracht hat. Das ist ja nochmal eine extra Nummer. Ich zoome da mal drauf. Ihr seht, irgendwo verschollen die Leute.